Ja, Herr Präsident, liebe Freundinnen und Freunde, es ist nicht gut bestellt um die Infrastruktur in diesem Land. Angela hat es erwähnt, die A45-Brücke hat traurige Berühmtheit erlangt. Und daher bin ich froh, dass wir in unserem Koalitionsvertrag in Berlin das Thema Planungsbeschleunigung, schnelles Bauen, schnelles Realisieren fest verankert haben. Und ich bin, und dafür tausche ich mich auch mit den Freundinnen und Freunden vor Ort, mit Angela, mit Johannes aus, möchte dazu beitragen, dass wir diesen Brückenneubau, dass das der schnellste Brückenneubau in diesem Land wird, damit wir hier auch mal ein Zeichen setzen, dass wir in diesem Land noch schnell bauen und realisieren können. Und die A45-Brücke ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Man muss ja hier nur den Rhein runterschauen, die Duisburger Brücken, die Fleerbrücke bei Düsseldorf. Was passiert an der A1 neben der Brücke, die ja endlich mal fertig werden soll in Zukunft? Was ist mit der Rheinsprange in Wesseling? Das sind alles nur ganz wenige Beispiele. Ich könnte noch viel, viel, viel mehr nennen. Und hinzu kommt auch die Schienen- und Wasserinfrastruktur, gerade ganz wichtig für das Ruhrgebiet, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sitze ja jetzt viel in Berlin zusammen mit unseren Koalitionspartnern. Und gerade in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik ist das ein sehr schwieriges Geschäft. Gerade unsere grünen Freunde, wenn es um Sanierung von Brücken, von Tunneln, von Troglagen geht, wird erstmal alles infrage gestellt oder abgelehnt. Ich verspreche Ihnen aber heute hier bei mir, für unsere Nordrhein-Westfalen, da beißen unsere grünen Freunde auf Beton im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür möchte ich mich auch weiter im Landesvorstand einsetzen. Bernd Reuter, ich bin der verkehrspolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion, getreu nach dem Motto, von hier aus weiter, weiter vorankommen und auch ans Ziel kommen. Herzlichen Dank.